Moin Matadelo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir, den Alfenko. Ja, heute mal wieder in House of Ashes. Ja, zweite Folge beginnt. Ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Ich spiele jetzt nach wie vor immer noch alleine. Ich muss jetzt mal gucken, wie das hier abläuft. In der nächsten Folge werden wir das nicht sehen. Ah, fortsetzen. Okay. Ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben, wo wir in den Krieg ziehen. Ja, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob das jetzt ein Horrorspiel oder ein Kriegsspiel ist, keine Ahnung. Oder ja, so wie es aussieht, das ist ja so eine bunte Mischung. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, was mir auch aufgefallen ist in der letzten Folge, dass die Dialoge echt leise waren von den Leuten. Das habe ich jetzt in der Folge ein bisschen lauter gestellt und die Effekte. Und Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich. Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rage. Sag das nicht. Kurz aktualisiert. Hey, vorsichtig damit. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar dort. Ja, verstanden. Okay. So, genau, was ich jetzt noch sagen wollte, eben halt, ja, auch die Dialoge von den Leuten jetzt hier eben halt, ja, die waren so hallig. Genau, so, jetzt können wir ein bisschen umgucken. Wir müssen ja warten, bis unser Download fertig ist. Gucken wir uns mal unseren Plan an. Okay, viel kenne ich jetzt hier nicht. Aber naja, nicht so schlimm. Genau. Warten, bis der Download fertig ist. Können wir uns ja mal hier umgucken. Quatschen können wir leider nicht. Ach doch, können wir reden. Denken Sie, wir sagen Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Sir, da läuft kranke Scheiße an der Grenze. Sicher keine Luftunterstützung? Wir könnten sie brauchen. Das Überraschungsmoment ist unser Vorteil. Das werde ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Bitte, Colonel. Können wir bitte kurz darüber nachdenken? Ich habe mich schon entschieden. Arsch. Naja, das Pferd meiner Eltern ist Luftunterstützung. Ist weggeflogen. Wundert mich nicht. Wir werden da schon aufräumen. Ihren Optimismus hätte ich gern. Ja, genau. In der letzten Folge sollten wir auch entscheiden, ob wir Luftunterstützung für unseren Angriff machen wollen oder ob nicht. Ja, und ich habe es abgelehnt, weil ich in der Meinung bin, eben halt, wenn wir es ruhig und leise machen, dass wir weiterkommen. Aber irgendwie, mittlerweile habe ich auch schon richtig Bammel davor. So, gucken wir uns das mal an hier. Das ist doch scheiße, das ist alles auf Englisch hier. Kann ich überhaupt lesen? Ja. Ach, wunderbar. So. Suchen. So. Was hast du mir zu sagen? Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicher. Ich soll mich sicher fühlen. Geben Sie mir mehr Waffen. Hast du wirklich Angst? Du bist mein Techniker. Du bist mein Techniker. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls ich die Arsch erblicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal.
Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme schon klar. Kletterausrüstung. Typisch Bürokrat. Na, was soll man hier noch so tolles untersuchen? Raten wir auf Englisch. Jo. Aber eigentlich gab es da an der Seite mal eine Übersetzung. Soweit ich weiß, das war zumindest bei Uncle Dorn und Man of Medan war das immer so. Okay, hier noch was. Was ist das hier? Polen. Aha. England. USA. Aha. Naja. So. Kollegin, wie weit sind wir denn hier? Umgeguckt haben wir uns doch jetzt mittlerweile schon. Oder haben wir irgendwas übersehen hier? Oh, was ist das denn? Ist das ein Medikament? WP, Sir. Weißer Phosphor. Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Okay, zum Schutz. Ja, gut, zum Schutz. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden. Verstanden. Sehr schön. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Ah, okay. So. Huch. Download fertig. Los zu den Helis. Na, geht's jetzt los. In den Krieg. Was? Was? Du willst mich was fragen? Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unsere 90 auch? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Sieht schon nicht schlecht aus. Same, durchsuchen Sie same Zimmer. Warum zum Fick steht hier denn hier immer alles auf Englisch? Ist das hier Türkisch? Da wird das immer schlimmer hier. Um Gottes Willen. Und das Schöne bei diesem Spiel, hier kannst du gucken und suchen. Oh, ist das ein Geschenk? Auch auf Türkisch oder Iranisch, was auch immer. Gleich in Deutsch. Bin ich hier gelandet. Ja, Küche, Kühlschrank. Aha. Dieser Sales oder wie der heißt, er spielt anscheinend Fußball. Okay. Ha! Früher auch HD-Fernseher, Digga. Mit 4K-Auflösung. Ich sag's euch. Das hier scheiße aus. Ist hier überhaupt ein Klo drinne? Waschmaschine sehe ich schon mal. Hä? Alter, als ob hier ist ein Scheißstoff drinne. Sehen? Bellen?
gesehen, Tanny. Hm. Man lassen. Ja, hallo, Anna Salim. Ah. Salim Clark. Abu Zain. Ich wollte gerade sagen, der kann Deutsch, aber kann er doch nicht. Hier ist Diebstahl. Ich hab was für dich. Ah, ich hab was für dich. لما يرجع ابعتهولي حالا. ما اقدرش اقول امتى، انت عارف الولد. اي وقت ابعتهولي لو سمحت. طب منش لا 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 يا ديني مش دلوقتي. كابتن بصري اهلا. يا مولاس لازم تتحرك على طول. انت بتقول ايه ساعتها؟ العدو جاي كتير. العدو جاي علينا دلوقتي. كان ايه عليك انت دويتش الدر؟ يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ. محدش اتسلى. العدو جاي ودي ارضنا. اه ده. Wo sind hier die Einstellungen? Einstellungen. Gameplay, englische Sprache. Digga, hier ist alles auf Deutsch. Alles auf Deutsch. Textsprache Deutsch. Untertitel minimal. Mhm. Das ist alles auf Deutsch. Alles. Warum sprechen die Türkisch? Verstanden. Ich muss zu meinem Sohn. Ja, Arbeit ruft. Mit dem ist wahrscheinlich nicht zu spaßen. Ah, ich habe mal wieder was Deutsches. Oh. Ja, danke schön. Verstanden. Vielen Dank. Over. Wir sehen uns nach der Mission. Alle Rufzeichen. Funkstelle einhalten. Coyote 2 out. Hä? Ja, moin. Bereit halten, Jungs. Ich werde einfach ein Bein. Hey, Mervin. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Oh Mann, wie lange hast du den Verrat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt auch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß, konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey, ich lasse mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Wird sie nicht eifersüchtig? Mann, Rachel. Hey, was gibt's da zu lachen? Ach Gott. Hey, ich will exakt alle vier Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant, hey. Hörst du mir zu? Alle vier Stunden nur? Kontakt zur LRU alle vier Stunden. Alles gut, Kumpel. Ich kann auf dich zählen. Na, wir fragen mal, ob alles gut ist. Hey, alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Was ist? Ich stehe bei dir. Na, weiter belassen würde ich ihn jetzt nicht, deswegen würde ich sagen, ich stehe bei dir. Ich stehe dir bei, Mann. Egal, was kommt. Ich weiß es. Das hoffe ich. Semperfi. Ist jetzt vielleicht. Was ist das, ein Pfadfinder-Motto?
Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja, und soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorne sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Jetzt geht's los. Ach, Junge, ich bin bereit. Ja, zumindest habe ich die eine Wahl getroffen, weil ich denjenigen jetzt nicht belasten wollte, bevor wir in den Krieg ziehen. So. Wo sind wir ja gelandet? Hatte mal Hanan, das ist mein Junge. Was tun wir jetzt gegen die kämpfen oder was? Geil aus. Lächelt. Na. Sturm das Gebäude. Ich hoffe, wir haben nicht schießen. Was nehme ich denn? Ja, schieß auf das Gebäude. Stürmt das Gebäude vor! Verstanden! CQC! Los! Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Mir nach! Los! US Army! Okay. Okay. Flur ist frei! Das müssen wir auch machen, ne? Ach, das bockt schon, Alter. Sie ist ein Film, Alter. Ist schon ganz nice. Gebäude ist gesichert. Gefangene fühlen sich. Verstanden? Marshall Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. Aha. War's das schon? Sind wir schon fertig? So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, das sind nur Hirten. Lieutenant Kolchek, Lagebericht bitte. Sir, Hof eingenommen mit minimalen Verlusten. Verluste? Wie minimal waren die? Nur ein Toter. Ein feindlicher Kämpfer oder ein Zivilist, Lieutenant Kolchek? Wir hatten keine Zeit, uns vorzustellen, Ma'am. War er bewaffnet? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Ah, hätte ich die nicht getötet. Mann. Was soll das heißen, Lieutenant? Wir finden Sie, Mr. Das ist nur 9 Minuten. Hier lang. Das lief prima. Ach ja? Er hat nichts gesagt. Besser gesichert als das Höschen. Nee, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Der war gut. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese berühmte weibliche Intuition?
Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Ich kann die Alte nicht leiden, ne? Boah. Was ist hier passiert? Er sieht nicht feindlich aus. Bei allem Respekt. Sie war nicht dabei und ich gehe auf Nummer sicher. Na, großartig. So was passiert halt. Nein, Lieutenant, tut es nicht. Das war ein Mensch. Aber vielleicht können wir das für uns nutzen. Assalamu alaikum, ihr Ach. Ja. Arabisch. Er wird reden. Ihr befehlt. Ja. Er wird schon reden. Was macht ihr denn jetzt da? ما فيش مخزن. انت بتكذب. اسمعيني يا اخت. كل واحد منكم حيدفع الثمن غالي على الدوشة اللي عملتوها دي. انت قلت يا بابا انت ما عندي معاه. هندفع ازاي؟ Also Fremdsprachen sind ja manchmal so geil, sich anzuhören, ne? Da wird ihm ja auch nicht. Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. Ida. Hat da auch Orion. Oh. Was zum verdammte... Was zum... Was zum Teufel? In den Kern hin. Ah. Oh oh. Wir werden alle sterben. Das reicht mir jetzt. Corporal, bewachen Sie die Gefangenen. Hast du das gehört, Marine? Okay, Durchsuchungen sind in Höhe. Okay, also so ganz checke ich jetzt noch nicht, warum, weshalb, wieso wir jetzt hier sind. Was das jetzt alles zu bedeuten hat. So, irgendwie ist das mir hier gerade alles irgendwie so ein bisschen zu viel. Er war bewaffnet, Mann. In diesem Land trägt jeder Waffen. Die Bunduaya kibira awi, ach. Akter min ente mahtagu lil ghanam. Fein madkhal al maghzan. Nee. Mach das nochmal und ich reiß dich in Stücke und verfüttere dich an die Schakale. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Die ist aber, die mich zusammenreißen. Bewachen Sie den hier gut. Diesmal wollte ich mich zusammenreißen. Aber ich muss sagen, die Alte hat schon einen guten Arsch, ne? Also, jetzt mal so unter uns, ne? Nice, nice. So. Quatschen wir mal eine Runde. Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn ihr Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Also. Ich muss auch sagen,
Ich bin jetzt so ganz zufrieden, dass wir jetzt den King großen Aufschlag gemacht haben, jetzt mit Helikopter und Heliflopter-Scheiße und so, ne? Muss ich ja mal sagen, ne? Weil, ja, das ist ja bis jetzt so ein richtiger Griff ins Klo. Aha. Ein Haufen Gasmasken hier! Okay, sieht aber nicht so schön aus, sehen so gewalttätig, gefährlich aus. Ah ja. So, ja. So, mal gucken. Aha. Eine Beschaffung sind die Kummel im Betrieb. In der Mokusabe gibt es. Wohin man eine Uhr ist eigentlich? Film Metcal Elnaxis. Es wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass sie hier alles auf den Kopf stellt. Oh, 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 oh. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, das ist jetzt das sehr guter Punkt, um hier Schluss zu machen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir ganz gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ja, morgen wird es auch noch mal ein Video von House of Ashes geben. Ja, ne, ich werde das jetzt hier durchziehen und alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.